akustisch. Wie kann man sich nicht verlieren in so vielen unterschiedlichen Dingen? Und manchmal könnte es sein, dass Christen könnten denken, wenn es so viele unterschiedliche so Philosophien, Meinungen gibt, dann ist es besser, wenn ich mich nur mit den Christen umkreise. Dann ich habe Freunde Christen und dann lese ich christliche Dinge und höre unterschiedliche christliche Lektionen oder Vorlesungen und so weiter. Oder, ja. Aber ist das nicht ein bisschen eingrenzend? Das Evangelium heute zeigt uns viel offene Einstellung zum Leben, das tatsächlich geht von dieser Einstellung, dass zuerst sind wir offen auf alles. Und es kommt der Zeitpunkt, wo wir, ist das am Ende der Tage oder ist das am Ende einer Aufgabe und einer wichtigen Periode in unserem Leben, wo wir entscheiden, was eigentlich habe ich das von dem alles gelernt? Was hilft mir? Was kann ich für meine Berufung, für das, was mir wichtig ist, anwenden? Und ich habe mich verraten gestern, dass ich eine interessante Biografie von Mahatma Gandhi gelesen habe. Und in diesem Evangelium, in diesem Buch, war ich sehr stark berührt von dieser Einstellung von Martin Luther King, der ein Theologe war, der sehr, sehr gläubig war, auch könnte man sagen, freikirchliche Theologie ist sehr stark, so auch die Praxis umgesetzt, sehr stark und sehr offen über den Glauben denkt, also geht nicht in diese Feinigkeit, in die theologische und so weiter. Und trotzdem, hier, er ist so offen auf auch Ideen, die nicht aus seiner Religion kommen, nicht mal vom Christentum, von Mahatma Gandhi. Und er wendet das an, um seine Berufung zu erfüllen. Also er sortet es nicht aus. Der sagt, nein, von dem kann ich nicht gut auskommen, weil der kein Christ ist. Dann kann ich mich verfehlen, da kann ich falschen Weg dann wählen. Nein, das gerade hat ihm am meisten und sehr gut geholfen. Und so denke ich, dass wir auch in unserem Leben machen können. Für viele, das ist wahrscheinlich schon selbstverständlich, aber manchmal könnte es sein, dass wir uns auf, vielleicht nicht auf religiöse oder nicht religiöse teilen wir, aber zum Beispiel auf diejenigen, die aus Europa kommen oder außerhalb von Europa. Und ich glaube, so viel kann uns entgehen, wenn wir nicht ein offenes Herz haben für das, was uns umkreist. So verstehe ich es als eine Einladung. Und teile mit mir, was du denkst. Danke.